Hallo und willkommen auf meinem Kanal 7 Tage Gaming. Ich bin der Stefan und wir sind heute wieder im Spiel Scum. Und in diesem Video heute geht es unter anderem auch wieder um besondere Orte. Und zwar gibt es auf der ganzen Map verteilt 20 Autoreparaturwerkstätten. Aber, und ich zeige es euch, ich bin nämlich jetzt im Sektor unten im Z3. In diesem Sektor Z3, Z2 und Z1 alleine sind schon 10 Autoreparaturwerkstätten. Und in diesen Autoreparaturwerkstätten ist eben die Chance sehr, sehr groß, auch die begehrten gelben Schraubendreher zu finden, Fahrzeugreparatursets zu finden, Werkzeugkoffer zu finden, die roten Schraubendreher zu finden. Also man kann in diesen Autoreparaturwerkstätten sehr, sehr viel finden. Und in diesen drei Bereichen Z3, Z2, Z1 alleine sind 10 Stück. Und auf der ganzen Map verteilt gibt es nur 20 Stück. Also in diesen drei Sektoren sind sehr, sehr viele. Und das ist meine Loot-Tour. Und ich stehe hier vor der ersten Stadt. Ich kann es nicht richtig aussprechen, oder? Rogoznica, und da gibt es die erste Werkstatt und da schauen wir gleich mal rein, und das ist für eine Tour auch der Startpunkt. Wir starten hier in Z3 und da brauchen wir eigentlich nur vom Ortsschild da runter gehen. Ich laufe mal runter, die Treppe runter, dann hat man nämlich hier schon mal die Möglichkeiten. Hier sind 4 Garagen zum Looten. Da kann natürlich in den Garagen, gibt es auch gelbe Schraubendreher, gibt es rote Schraubendreher, gibt es Benzinkanister, Autoreparatursets, da gibt es so viel. Ich mache mal die Türen auf. Jetzt schauen wir mal rein, sogar Stromgenerator steht drin. Was haben wir hier? Kann man jetzt nicht erkennen. Kühlschränke, Fahrzeugersatzteile stehen da. Also hier gibt es einiges zum Looten. Aber für uns ist wichtig, und diese Fahrzeugreparaturstätten, die schauen überall immer gleich aus. So wie hier, ich stehe vor einer. Es ist dieses Gebäude mit diesen zweiflügeligen Eisentoren. Und da gehen wir mal rein. Und da stehen nämlich immer diese roten Werkzeug, Werkzeugwagen und diese Werkbänke. Und jetzt looten wir hier einfach mal rein. Vielleicht haben wir ja Glück. Oh, Fahrzeugreparaturset. Und finden sogar einen gelben Schraubendreher. Ich weiß es nicht. Hier haben wir ein Reifenreparaturset. Das brauchen wir jetzt nicht. Gelbe Handschuhe wollen wir auch nicht. Diese roten hier, die sind eigentlich immer sehr, sehr gut geeignet. Hier ist noch ein 100 von 100. Der ist komplett voll. Sehr schön. Werkzeugkoffer. Dann haben wir hier Bolzen. Nochmal Fahrzeugreparaturset. Ich nehme es mal mit. Ich schmeiße dann wieder raus. So, was haben wir denn hier? Ein Draht. Hier ist schon der erste rote Schraubendreher. So, da unten liegt noch ein Fahrzeugreparaturset. Hier liegt für ein Leica das Rücklicht, das bringt auch sehr, sehr viel Kohle, wenn man das mitnimmt. Benzinkanister. So, und das war's. Halt, da haben wir noch einen. Der hat auch wieder das Reparaturset. So, so sehen die Werkstätten aus. Die sind überall gleich. Also vom Aussehen her sind sie überall gleich auf der Map. Auf der ganzen Map verteilt gibt es nur 20 Stück von diesen Werkstätten, aber im Z3, Z2 und Z1 Bereich gibt es insgesamt schon 10 Stück. Und da ist natürlich die Chance auf einen gelben Schraubendreher oder eben die Sachen, die ich jetzt hier eingesteckt habe, zu finden, sehr, sehr groß. Und ich würde sagen, das war jetzt der erste Platz und wir gehen gleich weiter zum nächsten Platz und das zeige ich euch, wo das ist. Wir sind angekommen. Und das ist hier die berühmte Kartbahn.
Wir waren im Sektor C3, wir waren da oben in der Stadt. Nach dem Ortsschild war die erste Werkstatt und jetzt sind wir hier unten, Z3. Es ist gar nicht so weit, da müsst ihr rumfahren, das dauert vielleicht 5 Minuten mit dem Auto. Und das hier ist diese Kartbahn und an dieser Kartbahn sind hier diese Werkstätten. Und hier kann man natürlich auch die Sachen finden. Hier stehen wieder diese roten Werkzeugschränke und diese Werkbänke. Und ja, da liegt schon was. Wir haben wieder Fahrzeugreparaturset. Dann schauen wir mal in die Werkbank rein. Bolzen. Oh, ich hoffe, kriege ich einen Kaffee. Nein. Gut. Und dann schauen wir diese roten Werkzeugschränke durch. Dann haben wir hier eine Lampe. Das ist auch nichts, was wir wollen. Und wieder Bolzen. Ist natürlich alles Glückssache, dass man das findet. Zum Beispiel Schraubendreher oder gelbe Schraubendreher ist alles reine Glückssache. Und natürlich die Einstellungen des Servers sind da auch ausschlaggebend. Hier die Nylonschnur könnte man mitmachen. Da kann man sich improvisiertes Nähset bauen. So, was haben wir denn hier noch? Da ist noch einer. Wieder Bolzen. Hier steht sogar ein Reifen fürs Moped. Wir wollen aber den roten Kasten durchsuchen. Bremsflüssigkeit würde ich jetzt auch mitnehmen. Aber wie gesagt, wir sind ja auf dem Testserver. Ich möchte euch nur diese Werkstätten zeigen. Schau da nochmal durch. Oh, verbesserter Dietrich. Kann man brauchen zum Schloss knacken. Und der nächste rote Schraubendreher. Okay, das brauchen wir jetzt nicht. Auch in den Spinden kann ein gelber Schraubendreher sein. So, und so schaut man hier alles durch. Dann hat man nämlich hier die nächste Werkstatt. Hier ist das gleiche Spielchen wieder. Kann man wieder alles durchsuchen. Was haben wir denn hier? Kriege ich hier einen Kaffee? Komm, gib mir einen Kaffee. Nein. Gut. Dann schauen wir wieder diese roten Werkzeugkästen durch. Bolzen, alles voller Bolzen. Ich würde gerne einen gelben Schraubendreher bekommen. Oh, eine Akkubohrmaschine. Also man findet hier sehr, sehr viel. Vor allem alles, was irgendwie mit Werkzeug, mit dem Bauen zu tun hat. Die Bolzen sind natürlich sehr, sehr stark vorhanden. Hier der nächste rote Schraubendreher. Was liegt denn hier rum? Feuerzeug. Dann die Spinde durchschaue ich nicht. Dann haben wir hier die nächste Werkstatt. Hoppala, da ist auch wieder was Rotes. Und so könnt ihr das natürlich durchschauen, alles durchsuchen, alles looten. Und in den Werkstätten, wie gesagt, ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass man eben auch diese begehrten Schraubendreher findet, wenn man Glück hat. Es ist natürlich keine Garantie, aber wenn, dann sind sie hier stark vertreten. Bremsflüssigkeit würde ich auch wieder mitnehmen. Brecheisen zum Beispiel könnte man auch mitnehmen. So, nochmal Bolzen. Okay. Ich glaube, den da, den roten, den haben wir noch nicht, oder? Doch, haben wir schon. Gut. Dann hätten wir hier wieder eine Schnur. So, dann gibt es nämlich hier nochmal die Werkstatt. Es sind auch nochmal zwei, die zählen als zwei Werkstätten. Schauen wir mal, was da rumliegt. Wagenheber kann man mitnehmen, die Lichter kann man mitnehmen. Hier wieder Fahrzeugreparaturset, Akkubohrmaschine. Fahrzeugreparaturset. Bolzen. Metallschrott. Und wieder Fahrzeugreparaturset. Jawohl. So, das waren jetzt die Garagen hier. Also hier ist, wenn man
auf Schraubendreherjagd geht, auf gelbe Schraubendreherjagd, die Chance natürlich sehr, sehr groß, dass man hier auch mal einen drinnen hat. Und ich zeige es euch nochmal auf der Map, wo das jetzt war. Das ist hier unten in Z3. Hier diese Kartbahn. Und wir gehen jetzt weiter in den Sektor Z2. Und da ist eine Tankstelle. Und da sehen wir uns gleich wieder, denn da sind die nächsten Autoreparaturwerkstätten. Ich bin da an der Tankstelle. Und hier sind die nächsten zwei, glaube ich, sind es, Autoreparaturwerkstätten. Hier stehen natürlich auch sehr, sehr viele Autowracks. Da gibt es viel, viel Metallschrott, wenn man den braucht. Kann man natürlich dann auch gleich mitnehmen und damit verbinden. Hier gibt es noch einen kleinen Lebensmittelshop. Wenn man Glück hat, kriegt man auch was zum Essen. Hier natürlich die Tankstelle. Hier kann alles Mögliche drin sein. Selbst die Rucksäcke, die großen, können hier spawnen. Natürlich immer abhängig von den Servereinstellungen, wie die Serverbetreiber ihre Server einstellen. Man kann ja den Loot auch extra einstellen, damit eben nur bestimmte Sachen spawnen. Aber grundsätzlich gibt es hier eben diese großen Wanderrucksäcke. So, und dann, wenn man in den hinteren Bereich geht, ich zeige es euch nochmal auf der Map, ich bin jetzt hier in Z2, der rote Punkt, das bin ich, die Tankstelle. Wir waren vorhin in Z3, wir waren Anfang hier oben, hatten die erste, dann da unten an der Crossbahn. Jetzt sind wir hier an der Tankstelle. Hier sind auch wieder zwei Garagen, kann man natürlich durchlooten, die Chance auf Schraubendreher ist sehr, sehr groß. Oh, hier steht sogar ein Moped, also hier ist auch ein Spawnpunkt. Ich bin hier bei uns auf dem Testserver. Und hier ist wieder diese Werkstatt, diese Autoreparaturwerkstatt. Und das sind wieder die roten Werkzeugwägen. Die kann man wieder durchschauen. Akkubohrmaschine. Die Spinde kann man wieder durchschauen. Hier gibt es Benzinkanister. Wieder eine Akkubohrmaschine. So, hier kann man natürlich auch goldene Schlösser finden oder Gummihandschuhe. So, Werkzeugkiste und Autoreparaturset. Wieder ein Autoreparaturset, ein Licht. Ja, Kanister. Autoreparaturset und Alkohol für Verbände zum Beispiel zu machen. Was ist das hier? Ah ja, rechtes Licht. Ah ja. So, und dann hätten wir die hier durch. Es waren jetzt wieder zwei. Und jetzt zeige ich euch gleich auf der Map die nächsten. Und das ist der Bahnhof, weil das sind nämlich auch um die vier Stück. Und das schauen wir uns jetzt an. Wir sind am Bahnhofsgelände angekommen. Viele von euch werden wahrscheinlich, hier draußen ist die Straße. Viele von euch werden wahrscheinlich hier diese Gebäude hier kennen, diese Lagerhäuser. Hier ist sehr, sehr viel Militärloot drin. Hier kann man wunderbar looten. Aber ich möchte hier, und zwar gegenüber von diesen Lagerhallen, dieses große Gebäude hier, was man hier sieht, da möchte ich rein. Hier gibt es also insgesamt vier Stellen, wo auch diese roten Werkstattwägen oder Werkzeugwägen stehen. Gibt es vier Standorte. Und da ist natürlich wieder sehr, sehr groß die Chance, dass man eben Werkzeugkoffer, Fahrzeugreparatursets, Dietriche, Schraubendreher, die roten Schraubendreher, die gelben findet, ist also hier auch geboten. Und dann schauen wir gleich einmal hier in den ersten rein. So, da sind wir schon mal drin, da wird es ein bisschen finster. Und schauen wir hier mal durch. Hier ist nichts, da müssen wir eins weiter. Das ist dann da hinten. Gehen wir mal hier rein. So, und hier ist schon die erste Werkbank. Die können wir natürlich wieder durchsuchen.
Hier sind die ersten Spinte. Kann man alles mitnehmen an Loot. So. Dann haben wir hier diese roten Werkzeugwägen. Die kann man durchschauen. Da ist schon wieder ein roter Schraubendreher. Bolzen. Natürlich diese Werkzeugkisten kann man auch durchschauen. Was haben wir denn hier? Baseballschläger bringt auch Kohle. Dann ist hier noch ein Werkstattwagen. So, und dann gehen wir hier ein Stück nach hinten. Wir bleiben also bei dieser großen roten Halle. Und was haben wir denn hier? Da kommen wir nicht rein. Dann gehen wir da rein. Hier gibt es auch wieder sehr, sehr viel zum Looten da oben. Ich gehe jetzt mal nur provisorisch durch. Also ihr könnt da oben rauf looten. Dazwischen die Kisten alles looten. Na komm. So. Krieche mal durch. Jawohl. Geh wieder rauf. Und dann stehen hier hinten wieder diese roten Werkzeugwägen. Die können wir durchschauen. Nägel. Loot ist natürlich, wie schon sehr, sehr oft gesagt, immer abhängig von den Servereinstellungen. Da drüben auf der anderen Seite könnt ihr noch looten. Ah, hier läuft sogar ein Pappe drum. Nehmen wir die Pistole in die Hand. Und so läuft ihr diese großen Hallen durch. Und habt wirklich sehr, sehr viel zum Looten. Hier sind wieder die Werkbänke. Hier ist wieder ein roter Schraubendreher. So, und dann gehen wir nämlich von der Halle hier auf die andere Seite. Schauen wir mal, dass wir hier reinkommen. So, schön ducken. Und hier ist wieder eine Werkbank. Was haben wir denn hier? Eine Säge und Nägel. Das brauchen wir nicht. Und ein Büchlein. Hier wäre sogar eine Station, um Munition zu craften. So, dann gehen wir auf die andere Seite. Hier ist nochmal ein roter Werkstattwagen, zwei Stück sogar. Kann man auch schon zwei Feuerwehrhelme. Was jetzt hier gekracht hat, keine Ahnung. Und dann gehen wir nach vorne und da müsste dann noch eine sein, hier ganz durch. Schauen wir mal da rein, da ist nichts. Hier die ganzen, ja, Militärkisten, die könnt ihr alle durchsuchen. Natürlich das ganze Gebiet vom Bahnhof könnt ihr durchsuchen. Der Bahnhof ist also für mich ein High-Loot-Gebiet. Allgemein, hier gibt es so viel zum Looten. Es ist der Wahnsinn. So, da drüben sind wieder zwei rote Schränke. Schauen wir mal, ob ich da rüber springen kann. Natürlich nicht. Komm, spring. Spring. Nein, schafft er nicht. Der alte Mann. Schauen wir mal, was drin ist. Hm, Skalpell. Okay. So, rüber mit dir. Rüber mit dir. Hier wäre ein Brett zum Rüberlaufen, ne? Aber warum einfach, wenn es kompliziert auch geht? So, jetzt muss er sich ja mal hinlegen, der alte Mann. Beim Hinlegen generiert er die Ausdauer wesentlich schneller, als wenn er geht. Also einfach mal kurz hinlegen. Ihr seht's, links unten die Ausdauer geht nach oben. Und dann könnt ihr wieder aufstehen mit der Taste X.
ist hinlegen und aufstehen. Und hier ist nochmal ein roter. So, das haben wir auch. Und jetzt gehen wir dahin. Zur Werkbank. Werkzeugreparaturkiste. Okay. So, das war's jetzt hier in dem Gebiet Z1, Z2 und Z3. Und jetzt schauen wir rauf in das Gebiet B1, B2 und B3. Denn da sind insgesamt auch 4 Autoreparaturwerkstätten. Und wir werden anfangen hier in der Fabrik. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Ich bin an der Fabrik angekommen. Da waren wir ja das letzte Mal schon bei meinem kleinen Loot-Video. Also wir sind jetzt im Sektor B1 in der sogenannten Fabrik. Und hier gibt es natürlich auch eine Autoreparaturwerkstatt. Und da schauen wir jetzt mal rein. Da gehen wir einfach hier komplett durch. Hier ist natürlich auch sehr, sehr viel geboten an Loot. Und ich glaube, da habe ich das letzte Mal sogar die Weihnachtsgeschenke bekommen. Ist schon eine Zeit lang her. 2 Stück in dieser großen Halle hier. Aber wir laufen hier quer durch. Und man sieht schon, hier ist wieder dieses typische Gebäude dieser Autoreparaturwerkstätten. Und da gehen wir rein. Und dann schauen wir mal, was wir hier alles finden. Hier stehen sie wieder, die roten Werkzeugschränke, fahrbaren Werkzeugschränke. So, halt, hier war ich gerade und habe durchgeschaut. Hier kann man also wunderbar wieder looten und die Chance auf einen roten oder gelben Schraubendreher oder Werkzeugkiste ist natürlich hier sehr, sehr groß. Hier wieder Fahrzeugreparaturset. Wenn man diese Touren hier einmal macht und diese Werkstätten abklappert, hat man eigentlich genug Material. Hier ist nochmal eine Werkzeugkiste. Und hier ist noch ein roter. Nochmal Fahrzeugreparaturset. Also gibt es sehr, sehr viele hier in den Werkstätten. Und das war's auch schon. Hier ist eine. Natürlich gibt es ja sehr, sehr viel zum Looten, aber heute geht es ja um diese Autoreparaturwerkstätten. Und die nächste ist nämlich gleich nebenan hier am Airfield. Und das schauen wir uns natürlich auch an. Bin jetzt am Airfield angekommen. Ich bin am Airfield im hinteren Bereich. Ihr seht es auf der Karte, meinen roten Punkt. Es ist also der hintere Bereich. Nicht mehr B1, sondern schon B2. Und hier wieder dieses typische Gebäude für die Autoreparaturwerkstätten. Hier sind es sogar 2. Und da schauen wir jetzt auch mal rein. Vielleicht haben wir ja Glück und finden was Schönes. Ah, hier ist ein Puppet. Hier war ein Puppet. Oh, noch einer. So, ich hoffe, die beruhigen sich wieder. Und hier sind wieder die Werkbänken. Die kann man wieder durchsuchen. Autoreparaturset. Werkzeugkoffer, Autoreparaturset. Werkzeugkoffer drinnen. Hier liegt wieder ein Autoreparaturset. So, dann schauen wir mal hier. Was haben wir denn hier? Einen roten Schraubendreher. Oh, für die Reifenreparaturset. Armierungseisenschneider und eine Leuchte. Und dann glaube ich, haben wir den hier noch. Wieder Werkzeugkiste. Also Werkzeugkisten, Autoreparatursets findet man sehr, sehr viel in den Werkstätten. Soll ja auch so sein. Dann machen wir mal hier auf, dann schauen wir mal hier rein. Hier liegt es wieder. Autoreparaturset liegt schon am Tisch. Und natürlich ein Dietrich. Sehr gut. Oh, ich glaube, meiner muss mal pinkeln. Ne? Kann das sein? Ja. Lassen wir mal kurz pinkeln, wenn er schon so unterwegs ist in der Welt. Also wir sind hier am Airfield. Hier gibt es 2 Werkstätten, 2 Autoreparaturwerkstätten. Hier wieder Reparaturset, Werkzeugkiste.
Was haben wir denn hier? Wanderschuhe. Komischerweise hier finde ich in dem Spind finde ich sehr, sehr oft Wanderschuhe. Wieder roter Schraubendreher. Wieder Eisenschneider. Der bringt auch Kohle. Und den braucht man, glaube ich, für die Werkbank, wenn ich mich nicht täusche. Hier Autoreparaturset wieder. Wieder Autoreparaturset. Unten ist ein Benzinkanister. Hier liegt ein Autoreparaturset. Und Bolzen. So, das waren jetzt die zwei Autoreparaturwerkstätten. Mehr gibt es hier nicht am Airfield. Diese zwei, die Gebäude schauen sich hier immer gleich aus. Und ich würde sagen, ich zeige es euch auf der Map. Wir sind hier im B2. Und jetzt gehen wir auf B3. Und da gibt es die nächste Werkstatt. Bin angekommen im Sektor B3. Hier. Und zwar ist das, jetzt fällt mir der Name nicht ein, der hat einen bestimmten Namen, dieses Lager, dieses Militärlager. Ich weiß es jetzt, fällt mir jetzt nicht der Name ein, aber man geht hier rein und man muss ganz durch. Natürlich gibt es hier auch sehr, sehr viel zum Looten, hier in den Baracken, Militärloot, alles Mögliche. Aber heute in dem Guide geht es ja um diese Autoreparaturwerkstätten und hier gibt es eine. Und hier kann man natürlich auch noch schauen. Und bis man, wenn man von oben das Looten anfängt, bis man hier runterkommt, das dauert schon eine Zeit. Und ich sag's immer wieder, abhängig von den Servereinstellungen auf den Servern, wo man spielt. Hier zum Beispiel laufen keine Mechs rum. Und es gibt natürlich Server, wo die Mechs rumlaufen. Da geht man oder läuft man nicht so durch wie ich jetzt. Da muss man dann schon ein bisschen vorsichtiger sein und da geht man auch hier von hinten rein und nicht von vorne. So, ich hole mal nur schnell meine Pfeile wieder. Gut. Und hier sieht man schon das Gebäude, das typische Autoreparaturwerkstattgebäude. Die sehen ja fast immer gleich aus, außer am Bahnhof. Da sah es natürlich ein bisschen anders da aus, aber hier, wir stehen wieder vor dem Gebäude und können wieder rein. Und dann schauen wir mal, was wir hier finden. Okay. Wieder Werkzeugkiste. Diesmal keine Wanderschuhe. Autoreparaturset. Autoreparaturset. Also ohne Ende Autoreparatursets. Akkubohrmaschine. Autoreparaturset, Werkzeugkiste, Reifenreparaturset, Benzinkanister und dann haben wir hier noch eine Werkzeugkiste wieder. Also sehr, sehr viele Autoreparatursets, sehr, sehr viele Werkzeugkisten. Dann rote Schraubendreher haben wir jetzt auch schon gefunden. Dietrich haben wir gefunden, verbesserten Dietrich. Also rentiert sich auf alle Fälle und dann schauen wir mal weiter und wir gehen zur nächsten und die ist auch in dem Sektor in B3 und zwar unten in den Kiesgruben und da sehen wir uns gleich wieder. So, ich bin angekommen in der Kiesgrube. Ich zeige es euch nochmal auf der Map. Ich stehe im Sektor B3 ganz unten in der ersten Kiesgrube und nur in der ersten Kiesgrube gibt es diese Werkstatt und die ist ganz hinten am anderen Ende. Da läuft ihr einfach durch. Könnt ihr nebenbei natürlich Kiesgrube, auch sehr, sehr viele Kiessäcke looten. Das habe ich letztens gezeigt in meinem Video besondere Orte. Und wir laufen hier einfach bis nach hinten durch. Und hier sind nämlich auch zwei Autoreparaturwerkstätten. So, da hinten kommen sie gleich. Da sind sie. Gebäude sehen natürlich wieder gleich aus. Dieses große zwei oder diese große zweiflügelige Eisentür. Hier sind es diesmal zwei Gebäude. Und da schauen wir natürlich auch rein. Bin gespannt, was wir hier drin finden werden. Autoreparaturset liegt schon mal am Tisch. Oh. Große Werkzeugkiste, Autoreparaturset,
Hier gibt es wieder Wanderschuhe. Ah, na, Gummistiefel. Reifenreparaturset. Hier liegt wieder ein Autoreparaturset. Okay. Hier wieder dieser Eisenschneider. Autoreparaturset. Zack, was liegt denn da unten? Irgendwelche Leuchten sind doch das, oder? Durchsuchen. Kannst du nicht erkennen. Ah, hier. Raga Light Front. Von unserem Pickup. Und wieder hier Reifen, Fahrzeugreparaturset. Also man sieht schon, wenn man hier reinschaut, was hier rumliegt an Reparatursets. Es rendiert sich auf alle Fälle einmal diese kleine Tour zu machen und dann hat man wieder für eine Zeit lang seine Ruhe. Fahrzeugreparaturset, Wagenheber und was liegt hier noch? Wieder dieser Eisenschneider, ein Wagenheber und noch ein Fahrzeugreparaturset. Sind schon zwei und gibt es hier ein Hemd. Hier liegt am Boden Fahrzeugreparaturset. Zack. Akkubaumaschine. Großer Werkzeugkoffer, jawohl. Akkubaumaschine. Eisenschneider. Fahrzeugreparaturset. Jawohl. Gut. Ich würde sagen, das reicht auf alle Fälle, wenn man hier auf den Boden schaut, was hier alles rumliegt. Ne? Dieser Eisenschneider zweimal, Fahrzeugreparatursets ohne Ende, Akkubaumaschine ohne Ende, Schraubendreher haben wir ein paar gefunden. Und dann würde ich sagen, war's das für heute. Ich hoffe, diese kleine Runde hat euch gezeigt, wo ihr auf die Schnelle mal Fahrzeugreparatursets, wenn er sie braucht, oder Werkzeugkoffer, wenn er sie braucht, auf die Schnelle auch findet. Geht in die Autoreparaturwerkstätten. Und wir sind jetzt, glaube ich, unten waren es 10, hier waren es 4, 14 Autoreparaturwerkstätten waren wir jetzt drin. Und da findet man schon was. Natürlich, wie immer muss ich dazu sagen, abhängig von den Servereinstellungen, von dem Server, auf dem ihr spielt. Im Singleplayer, wenn ihr nichts verstellt, sind Standardwerte eingestellt und dann könnt ihr diese Sachen hier so finden, wie ich sie habe. Danke fürs Zuschauen. Servus.